Ganz zum Start, ehe wir zu unseren Referenten kommen, darf ich Ihnen jedoch Nathalie Schmidt vorstellen. Sie ist Abteilungsdirektorin Corporate Social Responsibility bei Donner und Reuschel, die ich ganz herzlich in München begrüße. Einen schönen guten Morgen. Schön, dass es klappt. Natürlich hätte ich Sie lieber real gesehen, aber wir arbeiten natürlich alle in Deutschland dran, dass es schon bald möglich sein wird, wieder echte, reale Veranstaltungen auch mit Publikum durchführen zu können. Aber solange das nicht der Fall ist, behelfen wir uns mit dieser Möglichkeit und in jedem Falle können wir Sie gut sehen und gut verstehen und das ist ja auch schon mal was. Und Frau Schmidt, darf ich ehrlich sein am Beginn? Als ich das Thema der heutigen Veranstaltung gesehen habe, war mein erster Gedanke, obwohl ich weiß, wie wichtig es ist, oh nein, schon wieder ein Event zum Thema Nachhaltigkeit und ESG. Warum haben Sie sich dennoch dazu entschlossen? Ja, also in der Tat, das Thema Nachhaltigkeit oder ESG bekommt ja fast schon so einen inflationären Eindruck. Man sieht es tatsächlich an jeder Ecke, die Medien sind voll davon, aber auf der anderen Seite, wenn wir uns mal ansehen, was steckt denn eigentlich hinter dem Begriff Nachhaltigkeit oder ESG oder Sustainable Finance? Das ist ja sehr viel mehr als nur ein Begriff oder nur ein Trend. Sie haben zwar vorher eingangs gesagt, Megatrend, aber es ist kein Trend, sondern es wird uns in der Zukunft immer begleiten. Also es wird ein integraler Bestandteil sein, die Nachhaltigkeit in unserem alltäglichen Leben, unserem Handeln, unserem Wirtschaften. Also wenn wir zukunftsfähig bleiben wollen, wenn wir auch enkelfähig bleiben wollen und mit Verantwortung an die nächsten Generationen denken, dann kommen wir gar nicht drum rum, das Thema Nachhaltigkeit immer und immer wieder auch auf unseren Plan zu rufen und uns dabei mit allen Möglichkeiten zu informieren, die wir bekommen können. Darf ich Ihnen was sagen, Frau Schmidt? Die Veranstaltung hat sich schon gelohnt. Ich habe gerade das Wort enkelfähig gehört. Das finde ich großartig. Das nehme ich unbedingt mit für weitere ESG-Themen, die wir in der Zukunft besprechen. Aber wie leben Sie denn? Ja. Machen Sie es konkret. Wie leben Sie bei Donner und Reuschel das Thema Nachhaltigkeit? Ja, also in der Tat, das Wort Leben ist tatsächlich ziemlich wichtig, weil Nachhaltigkeit muss gelebt werden. Also klar kann ich am Schreibtisch jetzt ein Skript entwerfen, eine Strategie entwickeln, eine Nachhaltigkeitsstrategie auch für Unternehmen, für Donner und Reuschel. Das tue ich auch oder tun wir auch gemeinsam. Aber ganz wichtig ist es, dass es gelebt wird, dass jeder nicht nur bei uns im Unternehmen, sondern grundsätzlich jeder einfach ein Stück weit über den Tellerrand hinausschaut. Was kann ich denn tun? Was kann ich selber tun? Aber was kann ich auch ein Stück weit mehr tun? Also es gibt ja den schönen Begriff Haltung und Handlung. Ja, wie verhalte ich mich selber? Was tue ich dafür, um mich nachhaltig zu verhalten, um Verantwortung zu übernehmen? Ich sehe meine Aufgabe darin, den Finger so ein bisschen in die Wunde zu legen. Also bei uns in allen Bereichen zu gucken, was könnte man denn optimieren? Wie könnte man noch die einzelnen Bereiche nachhaltiger gestalten oder das Arbeiten, das Tägliche? Und auch darauf hinzuweisen, dass eine Nachhaltigkeit, wie ich es eingangs schon gesagt habe, kein Add-on sein darf. Also kein Päckchen, das nebendran am Schreibtisch liegt, wo man sich denkt, oh Mist, ich muss jetzt daran auch noch denken, sondern dass es in die DNA, in das Daily Business, in den Alltag mit einfließt und man künftig gar nicht mehr dran denken und drüber nachdenken muss, sondern dass es zur Selbstverständlichkeit wird, dass man jeden Arbeitsschritt einfach mit diesem Gedanken hinterfragt. Und wie ich vorher gesagt habe, Tellerrand hinausschauen, abteilungsübergreifend, bereichsübergreifend bei uns. Wir haben letztes Jahr einen Nachhaltigkeitsrat gegründet, so ein Querschnittsgremium, der alle wichtigen Handlungsfelder der Bank abdeckt. Einfach damit wir übergreifend gucken können, was können wir denn tun, um uns nachhaltiger aufzustellen, um uns auf einen individuellen Weg auch zu begeben, wir bei Donner und Reuschel. Also wir können natürlich immer eine Blaupause machen von anderen. Da gibt es ja genug auch sehr gute Beispiele. Aber was passt denn zu uns? Was ist authentisch auch für unser Haus? Wir sind eine Privatbank, relativ klein, aber mit viel Tradition und auch Moderne verbunden. Also was können wir tun, bereichsübergreifend, verzahnend ineinander, um uns künftig auch nachhaltig zu entwickeln? Sein darf, Frau Schmidt, diese und ähnliche Dinge höre ich auch von anderen Finanzinstituten, Vermögensverwaltern, Fondsverwaltungen und so weiter und so weiter. Wo gehen Sie vielleicht diesen einen berühmten Schritt weiter? Also indem wir auch selber aktiv werden. Wir haben
uns in den verschiedensten Bereichen auch einige Dinge rausgesucht, wo wir ein Zeichen setzen. Zum Beispiel haben wir vor 2 Jahren eigene Bienenstöcke bei uns in München, in der Friedrichstraße, im Schwabing, also im Münchner Herzen, in der Münchner Bohème quasi integriert. Wir haben in unserem Haus dort einen kleinen Garten und dort stehen 6 Bienenstöcke, die wir dort integriert haben, gemeinsam mit dem Imker und auch mit den Mitarbeitern immer wieder versorgen und pflegen. Wir produzieren da auch unseren eigenen Honig. Also das hat nicht nur, sicherlich sind 6 Bienenstöcke jetzt vielleicht nicht der Retter des Artenschutzes, schön, aber trotzdem, wir wollen ein Zeichen setzen. Und es ist einfach großartig, wenn wir als Bank auch ein Produkt haben, das man anfassen kann. Insofern und auch zu Weihnachten zum Beispiel verschenken kann an unsere Kunden. Und wir machen daraus immer ein Mitarbeiter-Event. Einmal, wenn die Bienen bei uns einziehen. Einmal, wenn der Honig dann auch abgeschleudert wird, gemeinsam mit dem Imker, um so auch das Bewusstsein zu schärfen. Was kann man denn tun? Einen kleinen Schritt zwar, aber trotzdem, was kann man tun, um jetzt den Artenschutz auch zu unterstützen? Tolle Geschichte. Im sozialen Bereich, also im Corporate Volunteering beispielsweise. Wir hatten letztes Jahr einen digitalen Weihnachtswunschbaum, wo sich unsere Mitarbeiter auch selbst beteiligen konnten und Wünsche von bedürftigen Senioren beispielsweise oder Kinder aus benachteiligten Familien dann unterstützen konnten mit Geschenken, Patenschaften beispielsweise. Also viele kleine Geschichten, die aber zum großen Ganzen beitragen, um hier auch das nachhaltige Bewusstsein in die Köpfe unserer Mitarbeiter zum Beispiel hineinzutragen. Und abgesehen davon werden wir auch unseren gesamten Investmentprozess künftig nachhaltig ausrichten. Also wir werden zusätzlich auch 2 neue ESG-Fonds auflegen mit einem positiven Impact, Artikel 9 konform beispielsweise. All diese Aktivitäten bleiben sicherlich nicht unbemerkt und so gab es zuletzt auch einige Auszeichnungen für Ihr Tun bei Donner und Reuschel. Frau Schmidt, worauf sind Sie denn ganz besonders stolz? Ach, ich bin auf jeden kleinen Schritt tatsächlich stolz, aber natürlich freut es einen schon sehr, wenn man dann eine Auszeichnung bekommt. Wir haben beispielsweise im letzten Jahr unsere gesamten Standorte mal überprüft und alle Emissionen optimiert, also mal geguckt, was können wir denn einfach noch verbessern bei uns. Emissionen reduzieren beispielsweise, Verbräuche minimieren und sind dadurch Öko-Profit zertifiziert worden. Das ist ein Siegel der Landeshauptstadt München beispielsweise, die uns dieses Siegel ausgestellt haben, weil wir hier wirklich sehr viele Hebel umgelegt haben und uns tatsächlich auch hier auf einen sehr guten, nachhaltigen Weg begeben. Aber wir sind auch Testsieger geworden im Bereich nachhaltiges Engagement von Focus Money, ein Siegel, das wir jetzt nutzen dürfen. Und das freut uns natürlich ganz besonders, dass wir hier den ersten Platz belegt haben. Ehe wir jetzt gleich mit unseren Referenten loslegen, Frau Schmidt, eine letzte Frage. Worauf freuen Sie sich heute am meisten? Worauf sind Sie gespannt? Auf alles. Also ich habe es ja eingangs, glaube ich, schon gesagt, Nachhaltigkeit hört ja auch nicht auf. Nachhaltigkeit ist ja ein Weg, auf den wir uns alle begeben müssen. Und deswegen kann es nicht schaden, links und rechts immer zu gucken auf diesem Weg, was kann ich denn noch mitnehmen, was kann ich lernen. Und ich freue mich auf neue Ideen, neue Impulse, die ich bekomme, andere Blickwinkel, Perspektivwechsel jetzt hier auch mal zu bekommen, vielleicht Aha-Effekte, denen ich dann auch wieder in unsere Bereiche reingehen kann und hier mit erhobenem Zeigefinger noch ein bisschen mehr an der nachhaltigen Ausrichtung arbeiten kann. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese tolle, sympathische, ehrlich offene Begrüßung gemeinsam hier mit mir im Talk. Wir werden Sie ganz am Ende dieser Veranstaltung nochmal wiedersehen für die Zusammenfassung. Zunächst ganz, ganz herzlichen Dank für die Ausführungen.